Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Märchenstunde. Das letzte Mal sind wir mit Prinzessin Ivo durch Seefels gelaufen. Aber das hier ist doch und unterhaltsam. Der Fuchs wurde zensiert. Es hat sich einiges geändert. Es ist einiges ein bisschen rosa geworden. Und trotzdem konnten wir unseren Willen nicht durchsetzen. Wir wurden halt verhaftet, weil wir angeblich im Weg sind. Das heißt, Prinzessin Ivo sitzt jetzt im Gefängnis. Doch glücklicherweise haben wir Timmy, der uns hoffentlich aus dem Gefängnis hilft. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen in einem neuen Abschnitt der kleinen Märchenstunde. Viel Spaß! Ja, wir spielen jetzt nämlich gerade. So gehen. So lange, bis genau. Du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Ja, im Prinzip sitzen wir jetzt im Gefängnis und spielen Timmy. Ich hole dich in 0, nichts da raus. Nein. Ja. Nicht ganz gerade. Und wenn das nicht funktioniert, holst du Hilfe, okay? Das ist ein guter Plan. Die Frage ist bloß, was haben wir für einen Plan? Denn wir haben nichts im Inventar. Wir können nur mit Ivo reden und das war es offensichtlich. Oh nein, oh, wir können ein Plakat mitnehmen. Du dich nicht mehr mit deinem können wir es einfach so mitnehmen? Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Und ich habe auch schon eine Beschäftigung gefunden. In Ordnung. Aber womit soll ich das Plakat benutzen? Hier gibt's ja nix. Ich kann noch ein Plakat nehmen. In dem Eimer scheint ein Kleister, Trollspucke oder ein anderer Klebstoff zu sein. Dann benutzen wir das Plakat mit auch das hängt nicht dem ganz gerade. Trollspucke-Eimer-Stapel-Kram. Nein, zurücklegen wollen wir das nicht. Oh, ich kann es nicht mit dem Eimer benutzen. Abgesehen davon, dass ich da nicht hochkomme, ich will nicht dabei helfen, diesen Blödsinn zu verbreiten. Okay, das ergibt Sinn. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber die Tür sieht ziemlich massiv aus und ist bestimmt abgeschlossen. Eigentlich vor allem bestimmt. Schildträger würde bemerken, wenn sie geöffnet wird. Ich muss ihn loswerden. Am besten alle beide. Das klingt nach einem Plan. Das Feuer brennt jede Nacht. Früher hat sich Herr Schildträger gerne Würstchen und dergleichen darüber gebraten. Nein. Lecker! Aber seit er eine Dimension eingebüßt hat, ist es damit vorbei. Was er wohl tut, wenn es mal regnet? Tja, dann wird er wohl eingehen. Viele sagen, Herr Schildträger sei die schlechteste Stadtwache, die Seefels jemals hatte. Wir Ratten sehen das anders. Er ist faul, nicht sonderlich clever und falls er mal durch die Straßen patrouillierte, schepperte und quietschte seine Rüstung so sehr, dass man ihn von weitem hörte. Ist doch sehr vorteilhaft. Genau, ist doch super. Nimm ein Plakat. Nimm den Eimer. Der Eimer ist deutlich zu groß und zu schwer für mich. Ach, schade. Selbst den Quast könnte ich wohl nicht aus dem Kleister ziehen, bevor Herr Fuchs oder Herr Schildträger mich entdecken. Ergibt Sinn. Oh, ich kann Kohle mitnehmen. Ein paar Stückchen verkohltes Holz sind durchs Rost gefallen. Ich schnapp mir eins davon. Die Hauptsache, ich habe kein Inventar, muss alles irgendwo hinlegen. Dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Aber wenn ich jetzt ein Plakat mit dem verschönere das Plakat. Ach, dann kann ich mit Kohle draufmalen. Wie cool. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. Dann legen wir das Plakat auch mal wieder zurück. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Genau. Nimm doch einfach das nächste. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber das hier ist doch und unterhaltsam.
Eigentlich vor allem unterhaltsam. Ja, anderen Leuten bei der Arbeit zu gucken, ist immer gut. Befehl der Ratsvorsitzenden. Genau, häng auf. Was war das denn? Wieso hat er das gleich wieder runtergenommen? Wie lange soll diese verdammte Tür noch so sieht gehen? Ziemlich massiv so aus. Und selbst... Hast, die ja, das hatten wir ja schon. Gerade anzukleben. Na toll. Du solltest mehr darauf achten, was also du das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Betrachtet ein den Stuhl. Ein ziemlich protziger Stuhl, auf dem Schildträger gerne sitzt. Früher hatte er einen Liegestuhl, aber den hat man ihm wohl irgendwann verboten. Oh, bestimmt. Fauler Hund. Tja, gar nicht so einfach. Es ist nicht meine Schuld, dass du dich nicht mehr... Ich kann die Wache anmalen? Ich würde Herrn Schildträger gerne auf den Rücken schreiben, was ich von ihm und seiner Herrin halte. Aber obwohl er großteils aus Pappe besteht, ich glaube, er würde es merken. Schade. Die Idee finde ich witzig. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's noch mal. Tja, ich könnte jetzt noch ein Plakat nehmen, aber das bringt ja alles nichts. In Ordnung. Dann Plakat verschönern. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte ich überall weiß, in der Stadt hängen. Unsere Differenzen, aber das hier ist doch und unterhaltsam. Der Eimer den Eimer kann ich nehmen, das hatten wir ja schon. Ich habe schon eins genommen, das muss reichen. Okay, hier haben wir nichts. Tja. Mehr gibt es ja auch so gar nicht, wa? Herr Fuchs ist damit beschäftigt, Wanted-Plakate anzukleben. Auch das, das dürfte sich noch ein paar Stunden hinziehen, wie es aussieht. So, nochmal. Geht gerade nicht. Wie lange soll diese Verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, so, aber die Plakate jetzt ordentlich und gerade anzukleben. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. In Ordnung. Jetzt habe ich ja verklebt, das Plakat. Kann ich das hier an die Tür packen oder so? Klebe das Plakat an die Wache. Das ist eine sehr coole Idee, wie ich finde. Oder den Stuhl lehnen, das ist auch cool. Dreh dich um. Das könnte gehen. Auch das wenn Herr Schildträger gerade das Rebellensymbol auf dem Rücken kleben hätte, würde er sicherlich versuchen, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Aber ich kann nicht einfach hingehen und ihm das Plakat auf den Rücken kleben. Wenn er mich bemerkt, reicht ein Schlag. Und das war's mit mir. Es na ist toll. Nicht meine Schuld, dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Und ich hab auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Hopp, hopp. Dann steh doch nochmal auf. Und dreh mir den Rücken zu. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Wenn... Muss ja, unpraktisch okay sein, keinen richtigen Körper mehr zu haben. Ja, aber deswegen muss vielleicht er seine schlechte Laune ja nicht gleich an Herrn Fuchs auslassen. Genau. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber das hier ist doch... Und unterhaltsam. Dann steh mal eigentlich auf. Vor allem unterhaltsam. Ja. Los, los. Befehl der Ratsvorsitzenden. Steh auf. Na nun. Zeit, Herrn Schildträger zur Werbefigur des Widerstands zu machen. Auch
das hängt nicht ganz gerade. Genau, jetzt legen wir uns auf die Stuhllehne. Er setzt sich hin und dann läuft das Ganze. Sehr gut. Was ist das? Hey, Fuchs, habe ich da was auf dem Rücken? Nö. Kannst du was sehen? Nö. Und ob ich was sehen kann. Was ist da? Klebt da was? Nein. Was würde die Ratsvorsitzende wohl dazu sagen, wenn ihre eigene Stadtwache Propaganda für die Rebellen macht? Ha. Propaganda? Aber ich hab doch gar nicht... Kein Problem. Ich werde sie schon entfernen. Könnte ein wenig wehtun. Aber nein! Haltet diesen Widerstandssympathisanten! Selbst wenn ich eine Möglichkeit finde, das Schlüsselloch zu erreichen, ob ich die Tür aufdrücken kann? Sieht verflucht schwer aus. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt weg. Oh, was ist denn das? Ach, ein Schlüsselbund. Am Schlüsselbund der Stadtwache sind drei Schlüssel. Einer davon dürfte für die Eingangstür der Wache sein, ein anderer für die Zellen. Sehr gut. Das ist schon das zweite Mal, dass ich einen der größten Helden Aventasiens befreien muss. Hey. Timmy Mauskowitz, Befreier von Helden. Hey. Selbst wenn ich eine Möglichkeit finde, das Schlüsselloch zu Okay, dann reden wir erstmal mit Ivo. Vielleicht kann sie was damit anfangen. Ivo, ich habe die Schlüssel. Tatsächlich? Gut gemacht. Kommst du ran? Nein, aber hier drin ist eine Decke, die ich in Streifen reißen kann. Tada! Das wäre das. Du bist ganz dick. Ich bin schwanger. Irgendwie. Wo sind Webe und die anderen? Im Untergrund. Ich sag ihnen Bescheid, dass du hier bist. Aber wo... Wo ist der Untergrund? So, was haben wir denn hier zu tun? Wir können uns ganz viele Sachen anschauen. Wir können hier durchgehen. Nein, wir checken ja erstmal alles aus. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten. Aber bestimmt. Unbedingt. Ich habe keine Ahnung, wie der kleine Rattenjunge mich aus dem Gefängnis geholt hat. Ich glaube, er kommt ganz nach seinem Onkel. Oh, bestimmt. Vom gefeierten Helden zum Staatsfeind Nummer 1/2. Steile Karriere, Wilbur. Staatsfeind Nummer 1/2. Ein Eimer mit einer übel riechenden, klebrigen Schleimmasse. Wenn ich sowas mal brauche, weiß ich, wo ich es finden kann. Ja, sehr gut. Wenn es zu einer Revolution kommt, müssen Statuen immer als erstes dran glauben. Ich weiß nicht, wen diese Statue darstellt, aber ich bin mir sicher, dass die Leute der Ratsvorsitzenden sie verunstaltet haben. Das bestimmt. So, nochmal ein paar Schritte hier lang gehen. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Zum Beispiel die herumliegende Kohle oder so. Die wir nicht mitnehmen können. Salzige Brezel mit Zuckerguss überzogene Krapfen, die zusammen mit scharfem Senf und etwas Sauerkraut. Das ist jetzt. Ja, da ist jemand schwanger. Irgendwie. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Seefels ist dieser Tage ein gefährliches Pflaster. Aber hier draußen kann ich wenigstens etwas dagegen tun. Ja, die Frage ist bloß was? Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich... Ja, genau, das hatten wir ja schon. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Dann gehen wir doch mal hier lang zum Hauptplatz. Mal gucken, was es dort gibt.
Weg ist er! Wo ist denn Jorge, der alte Betrüger? Eine Lottokugel. Leer. Hm. Sieht nicht aus, als wäre die schon mal benutzt worden. Wir lassen nichts im Zufall. Hm? Wow. Kran, Waren. Oh, Sternenhimmel. Alles wirkt ruhig und friedlich, wenn man den Sternenhimmel betrachtet. Dabei gibt es dort oben unfassbare Gewalt und große Tragödien. Wir schauen nur nicht genau genug hin. Ja, so ähnlich wie GZSZ, das ist auch unglaublich. Ja, egal. Vermutlich wurden all diese Waren angeliefert oder zumindest bestellt, bevor Van Buren die Macht übernommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Luftschiffkapitän, der noch alle Tassen im Schrank hat, im Augenblick Seefels anfliegen würde. Ich habe als Kind mit meinem Vater nächtelang im Elfenhain auf dem Rücken gelegen und die Sterne beobachtet. Er erzählte mir von fremden Welten und manchmal, wenn die Nacht besonders klar war, glaubte ich mit bloßem Auge die Sternenschildkröte erkennen zu können. Von dort oben betrachtet müssen unsere Probleme klein und unbedeutend erscheinen. Ja. Alles Gute, alles Böse auf dieser Welt, jeder Elf, Mensch, Zwerg oder Gnom, alle Liebenden, jede Idee, jedes Kunstwerk, alles, was jemals gebaut wurde. All das existiert auf einem winzig kleinen Punkt, umgeben von Schwärze. Und trotzdem ist es wert, dafür zu kämpfen, denn unseren Punkt gibt es nur einmal. So sieht's nämlich aus. Der Kran ist neu. Wenn es ums Geschäft geht, waren die Händler in Seefels schon immer sehr innovativ. Einer wollte mir einmal die Lizenz für einen Apfel verkaufen. Der Apfel sollte mir nicht gehören, nur das Recht, ihn zu essen. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, die Geschichte wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich mich darauf eingelassen hätte. Wahrscheinlich nicht. Eher weniger. So, ich kann den Sternenhimmel ohne Ende betrachten. Wilbur hat mir ganz aufgeregt geschrieben, dass ausgerechnet er vom Erzmagier als erster Professor an die Schule gerufen wurde. Ich glaube, er war sehr stolz. Aber auch ein wenig eingeschüchtert wegen der Kollegen und der Schüler. Das ist die Art von Sorgen, die wir alle im Moment gerne wieder hätten. Tja, das wäre einfach. Der Magierturm in Seefels ist berühmt-berüchtigt. Man sagt ihm ein eigenes Bewusstsein nach. Er verwirrt die Sinne. Angeblich sind einige Besucher, die der Turm nicht mochte, nie wieder aus seinem Inneren herausgekommen. Klingt logisch, absolut. Schließlich verschwindet der Turm ja auch einfach mal, wenn er keinen Bock hat. Gehe hinunter, gehe in die Schule. Dann werde ich bestimmt wieder eingesperrt. Wir versuchen es trotzdem. Ich sollte kein unnötiges Risiko eingehen. Besser, ich rede erst einmal mit Wilbur und den anderen. Guter Plan. Dann gehen wir hinunter. Nö, hat sich noch nichts geändert. Gut, dann gehen wir eben durchs Tor. Oh! Oh, du bist es. So spät noch am Arbeiten? Die Arbeit des fleißigen Händlers ist nie beendet. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich fahre in den Urlaub. Mhm. So. Und das sind Tribbles, die du da verkaufst? Frisch produziert. Durch Anstrengungen des Managements konnte die Produktion entscheidend optimiert werden. Dann muss es nur noch jemanden geben, der so etwas haben will. Daran arbeite ich. Jedes Schulkind im Lande braucht so eine magische Schiefertafel, wie ich finde. Ach so. Ich werde das bei der Ratsvorsitzenden ansprechen. Was meintest du noch? Wo befindet sich der Zugang zum Untergrund? Ich meinte gar nichts. Und du hast da nichts zu suchen. Wo genau wurden diese flauschigen Dinger hergestellt? Nicht im Untergrund. Natürlich nicht. Und dieses Plumpsklo führt nicht dorthin? Nein. Dann darf ich es mal benutzen? Oder ist die Spülung kaputt? Ich weiß nichts vom Untergrund. Ich will nur einen ehrlichen Taler verdienen. Warum gönnt mir das keiner?
weil du hinterlistig bist. Ich gebe diese Scheußlichkeiten in der Schule ab. Dann bin ich erstmal weg hier. Ja, komm, also noch offensichtlicher geht's ja wohl nicht. Eine gute Tarnung für einen geheimen Zugang zum Untergrund. Niemand will allzu genau wissen, wohin die Dinge verschwinden, die man auf dem Plumpsklo zurücklässt. Good point. Und vor lauter Aufregung hat der Händler auch noch das Vorhängeschloss vergessen. Hallo? Ist da jemand? Ivo? Bist du das? Na. Wilbur, was machst du nur für Sachen? Naja, also, das war nämlich so. Genau. Wäre das jetzt peinlich gewesen. Und dann hat er uns nicht hochgezogen. Und dann kam Timmy und meinte, du wärst in der Stadt. Und dann hast du Wilbur gerufen und ich habe... Danke, ich bin jetzt im Bilde. Eine ziemlich lange Geschichte. Ja, aber auch spannend, oder? Und manchmal witzig und ein bisschen traurig und... Was sind die nächsten Schritte? Wie verwandeln wir den Erzmagier zurück? Also, eigentlich wollte ich... jemand anderes sollte... Wilbur wollte abhauen! So! Das ist Schnee von gestern. Es gibt Probleme, die müssen wir lösen. Ganz genau. Wir können dieser schrecklichen Van Buren nicht einfach die Stadt überlassen. Eben. Und nach allem, was wir wissen, schleicht Munkus hier auch noch irgendwo durch die Gegend. Was unternehmen wir? Als erstes hole ich euch nach oben, schätze ich. Dann können wir zusammen überlegen, wie wir den Erzmagier befreien. Gute Sache. Remy hat recht. Solange der Zauberstab nicht zerstört ist, können wir Van Buren nicht besiegen. Meister Alistair wird schon wissen, was zu tun ist. Verlasst euch nicht auf mich. Verlasst euch auf euch selbst und auf eure Freunde. Was? Du musst lauter sprechen. Das hat der Erzmagier immer gesagt. Remy hat ihm geglaubt. Deswegen hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Was ist mit Remy? Er verlässt sich auf mich. Ich folge ihm und wir werden einen Weg finden, den Zauberstab zu zerstören. Sehr gut. Zieh du die Zombies und Nate nach oben. Und lass dir etwas wegen des Erzmagiers einfallen. Vielleicht können wir uns auch ein wenig gegenseitig helfen. Wir können Gegenstände über den Korb austauschen und über das Loch miteinander reden. Das klingt komisch. Na schön. Klingt wie ein Plan. Hol Esther, Gulliver. Zeit, frische Luft zu schnappen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Wilbur. Schon gut. Unser zweites Kind wird auf jeden Fall Wilbur heißen. Wie sieht's aus, Nate? Lust, die Sterne zu sehen? Du wartest hier, Timmy. Aber ich kann helfen! Das tust du. Wenn du angsterfüllte Schreie aus dem Loch hörst, dann lass dir was einfallen. Ha. Du wirst Onkel Remy doch finden. Klar. Sehr schön. Ja, das ist ja witzig, aber das muss von oben unheimlich bescheuert aussehen, wenn man mit dem Plumpsklo spricht. Man stellt sich vor, da kommt jetzt einer vorbei. Was tust du da? Redest du mit dem Plumpsklo? Nein. Egal. Was haben wir denn hier? Wir wollen nach unten und Remy retten. Dazu haben wir ein Loch, einen Felsen, Timmy und ein Seil. Und das nehmen wir erstmal. Das Seil hat mir schon zweimal gute Dienste geleistet. Vielleicht tut es das auch ein drittes Mal. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt können wir das Seil nehmen und das packen wir hier um den Felsen. Früher oder später musste es wohl so kommen. Genau so. Ab nach unten. Oh. Hallo? Noch einer. Jahrelang war niemand hier und jetzt so ein Verkehr? What the? Hallo? Wer ist da?
Ich bin Wilbur, sagte der hässliche Zwerg, während er in die Dunkelheit starrte. Hey, ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Und Mama sagt, ich bin ein stattlicher kleiner Kerl. So. Verteidigte er sich, aber die Dunkelheit war wenig beeindruckt. Als nächstes sagte der Zwerg: Eine Erzählerstimme? Wer seid ihr? Und warum kommt ihr nicht ins Licht, damit ich euch sehen kann? Wir können nicht. Wir könnten schon, wir wollen nur nicht. Aha. Wir sind Götter. Wir können alles. Hey. Ihr seid Götter? Wie vom Blitz getroffen stand er da, während die Implikationen einen wilden Tanz in seinem Kopf vollführten. eigentlich nicht. Sollten sie aber. Du sprichst mit Göttern. Hey. Was genau sind Implikationen? Ey, zwei Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch. Halt die Klappe, ich etabliere eine Stimmung. Ha. Wäre es nicht Zeit für ein Rätsel? Was zum Geier, wer seid ihr denn? Nicht, dass ich etwas gegen gruselige Stimmen aus der Dunkelheit habe, aber könnten wir vielleicht ein Licht anmachen? Warum ist es dunkel und wie könnte man für Licht sorgen? Der junge Held stand, umgeben von tiefster Dunkelheit, in einer Säule aus Licht. Und die Stimmen sagten: Zwei Trolle schauen den Mond an, fragt der eine. Was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Daraufhin der andere: Klar, es brennt doch Licht. Ganz toll. Echt? Meine Güte. Wenn ihr Götter seid, könnt ihr dann nicht so etwas sagen wie: Es werde Licht und alles wird hell? So. Zwei Trolle schauen den Mond an, fragt der eine. Was glaubst du? Gibt es Leben auf dem Mond? Nicht schon wieder. Klar könnten wir Licht machen. Es könnte auch einfach hell in dieser Höhle sein. Aber wo wäre dann die Herausforderung? Aber, sagte der kleine Zwerg, warum muss immer alles so kompliziert sein? Echt? Und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Was? Du musst mit dem Fuß auf den Boden stampfen. okay. Was für Götter seid ihr? Nun, wir sind... Stopp! Jetzt. Er muss erst für Licht sorgen. Noch. Ist hier eine Ratte mit Hut vorbeigekommen? Fragte der Gnom mit tapferer Stimme. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er die Höhlen ohne seinen Freund verlassen würde. Du weißt was über Remy? Das nennt man eine Vorahnung. Man benutzt sowas, um sein Publikum bei Laune zu halten. Etwas anderes als völlige Dunkelheit zu zeigen, könnte auch helfen. Erst muss er das Rätsel lösen. Was ist denn nun mit Remy? War er hier? Wo ist er hingegangen? Einen habe ich noch. Ach, nö. Sagt ein Beamter zum anderen, ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Was hat denn das mit der Geschichte zu tun? Gute Frage. Meine Güte, wie anstrengend. Danke fürs Gespräch. Ich werde mich etwas umsehen. Nicht ohne Licht. Ey, zwei Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch. Den Witz hast du, glaube ich, vorhin schon mal erzählt. Kein Grund, ihn nicht immer und immer und immer wieder zu erzählen. Boah. Hey, der ist gut. Na und? Meine Güte. Naja, gut. Doch bevor wir diese merkwürdige Höhle mit diesen merkwürdigen Stimmen weiter erforschen, schließen wir für heute unser kleines Märchenbuch. Und ich verabschiede mich für heute. Das war The Book of Unwritten Tales 2. Ich bin Lückris. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf.
Gebt mir ein Abo, um zu sehen, wann das Märchenbuch wieder geöffnet wird. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu The Book of Unwritten Tales. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend, eine angenehme Nacht. Ich verabschiede mich für heute. Chosen.